Hallo und herzlich willkommen zu diesem Heilfrequenz-Podcast. In dieser Folge geht es um die psychosomatische Sichtweise und Deutungsmöglichkeiten hinter Heuschnupfen oder auch Pollenallergie. Der psychosomatische Ansatz ist eben dann besonders interessant, wenn sich ein gewisses Symptom immer wieder zeigt und wenn man es mit natürlichen unterstützenden Hilfestellungen oft nur schwer oder vielleicht auch gar nicht in den Griff bekommt. Dann kann diese Möglichkeit, die Dinge zu betrachten, extrem erweiternd und heilsam wirken, weil es Umdenkprozesse auslöst und somit den Weg der Heilung im wahren Ursprung aktiviert. Am Ende des Beitrags folgen wieder heilsame Affirmationen von Louise Hay und ich erzähle dir auch wieder von Praxisbeispielen, wo ich im Rahmen meines ganzheitlichen Online-Coachings Allergien mit meinen Klienten im Ursprung neutralisieren konnte und sich diese somit aufgelöst haben. Sei also gespannt und erfahre von mir, wo überall die möglichen Ursachen für eine jeweilige Allergie lauern, was eigentlich oft der wahre Auslöser dafür ist und man sucht vergebens ein Leben lang, um dieses Symptom in den Griff zu bekommen und dabei geht es um ganz einfache kleine Dinge, die es zu verändern gilt, damit das Symptom gehen kann. Und glaub mir, an diesen Stellen würde man niemals suchen. Ja, ich freue mich, wenn du bis zum Ende dran bleibst, um einfach hier kurz ein bisschen von mir in meine Welt entführt zu werden. Jetzt wünsche ich dir viel Freude und heilsame Erkenntnisse mit der Definition, mit der möglichen Anschauungsweise für Heuschnupfen oder Pollenallergie. Ja, wie wir wissen, sind bei dieser Allergieform üblicherweise die Augen, die Nase und die Nasennebenhöhlen beteiligt. Der Allergie liegt ein Widerstand gegen eine Situation in meinem Leben, eine Erinnerung aus der Vergangenheit zugrunde. Heuschnupfen oder Pollenallergie kann zum Beispiel damit verbunden sein, dass ich mich von einer Person getrennt habe und mich diese Trennung noch immer sehr mitnimmt. Eine Allergie gegen Pollen konfrontiert mich mit meiner Schwierigkeit, dem Leben zu begegnen, mich auf das Abenteuer einzulassen. Das Neue macht mir womöglich Angst. Genauso wie die Veränderungen in meinem Leben. Natürlich kann ich aus den unterschiedlichsten Gründen eine Allergie bekommen, aber eins ist sicher. Ich ersticke in einer Situation oder fühle mich davon erdrückt. Ich lehne mich auf, irgendetwas gefällt mir absolut nicht. Aber ich tue es trotzdem und ersticke fast daran. Ich ändere meine Überzeugung unter dem Einfluss von jemand anderem, ich bin zu allem bereit und ich ersticke daran. Ich kann mich von Dingen, die gesagt oder getan werden müssen, erdrückt fühlen. Vor allem, wenn es mir schwerfällt, meinen Platz einzunehmen und Nein zu sagen. Außerdem neige ich womöglich zu starken Schuldgefühlen. Ich fühle mich vielleicht minderwertig und fürchte mich vor der Reaktion der anderen. Ich lehne mich dadurch leicht selbst ab und will ausstoßen, was mich stört. Und trotzdem bleibe ich in meinen alten Gewohnheiten gefangen. Diese Allergie kann sowohl fix verankert sein als auch saisonal auftreten. Da die Frühlingszeit ideal für den Ausbruch dieser Allergie ist, vor allem wenn ich einen Vorwand brauche, während dieser schönen Jahreszeit auch etwas weniger zu tun. Es ist höchste Zeit, dass ich das sofort abstelle oder es mir mindestens bewusst mache. Ich mache mir bewusst, dass Heuschnupfen ein Mittel ist, bestimmten Situationen auszuweichen, weil ich sonst nicht fähig wäre, das Verrichten einer bestimmten Aufgabe oder den Aufenthalt an einem bestimmten Ort abzulehnen.
aber mit dem Heuschnupfen habe ich einen guten Grund. Er kann auch ein Mittel dazu werden, mich anders zu fühlen und das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit befriedigen. Auf diese Weise müssen die Menschen mich, zumindest in der Jahreszeit der Allergien, bemerken. Wenn ich meinen Lebensraum einnehme, meine Lichtkugel, die ich mir bildlich vorstellen kann, um damit besser gegen meine Umgebung geschützt zu sein und mehr Vertrauen zu erlangen, dann bin ich in der Lage, mich den anderen gegenüber so zu zeigen, wie ich bin, ohne Verstellung. Das erste Auftreten von Heuschnupfen kann unbewusst mit einem einschneidenden Erlebnis verbunden gewesen sein, das bei mir wahrscheinlich starke Emotionen ausgelöst hat. Kommt wieder dieselbe Jahreszeit, erinnere ich mich, oder besser gesagt, mein Körper erinnert sich und der Heuschnupfen tritt wieder auf. Ich sollte mir dieses Ereignis also unbedingt kurz bewusst machen, um das Krankheitsmuster anfangen zu durchbrechen. Ich brauche die Krankheit in der Zukunft nicht mehr, weil ich die erforderliche Bewusstwerdung vollzogen habe. Der Heuschnupfen war dann nur ein Zeichen, das mir helfen sollte, Schluss damit zu machen und die tiefere Ursache meiner Beschwerden zu finden. Ich werde mich jetzt freier fühlen, mein Leben besser im Griff haben. Ich akzeptiere das, was für mich gut ist, auch wenn ich dafür manches Mal meine Komfortzone verlassen muss. Ich weiß, dass in Liebe und Harmonie alles möglich ist. Ich akzeptiere, aus meiner Isolation auszusteigen, auf die Menschen zuzugehen, da ich die Allergie nicht mehr brauche, um Aufmerksamkeit zu erregen. Denn ich weiß, dass ich anders und einzigartig bin. Louise Hay fasst die ursächlichsten Gründe für Allergien folgendermaßen zusammen. Gegen wen oder gegen was bist du allergisch? Leugnest du deine eigene Kraft? Eine Affirmation dazu: Die Welt ist sicher und freundlich. Ich bin im Frieden mit meinem Leben. Ja, und wie versprochen möchte ich dir jetzt einen kurzen Einblick in meine Coaching-Erfahrungen geben, wenn es vor allem um das Thema von Allergieablösungen ging. Als Beispiel kann ich mich an einen Klienten erinnern, der unter einer sehr, sehr stark ausgeprägten Pollenallergie litt, der es sogar mit Medikamenten nur schwer in den Griff bekommen konnte. Und wir haben dann ausgetestet, beziehungsweise bin ich auf folgende Spur geführt worden, die ursächlichste Blockade für die entstandene Allergie war. Es ging darum, dass diese Blockade für diese jetzige Allergie im Zeitraum des Säuglingsalters entstanden war und es ging darum, dass der Klient für sein Empfinden oder das Unterbewusstsein für sein Empfinden zu wenig körperlichen Kontakt abbekommen hatte seitens der Mutter. Das heißt, der Körper und der Energiekörper wünschten sich immer mehr Berührung, immer mehr körperliche Nähe, schon von dieser Zeit an. Und so hat sich dann im Laufe seines Lebens diese Allergie entwickelt. Und das war halt dann die Gelegenheit, einfach auch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen seitens der Familie und vor allem eben seitens der Mutter. Und das war so dieser innere Ruf nach Aufmerksamkeit, nach der Nähe der Mama. Ja, und als wir dann dieses Ungleichgewicht dort in diesem Ursprung neutralisiert haben, konnte sich alles andere damit lösen. Bei einer Klientin war es zum Beispiel wichtig, einfach die Bettseite zu wechseln, um die Allergieschübe zu eliminieren. Das heißt,
Ich wurde einfach dorthin geführt, wo man wahrscheinlich am wenigsten zu suchen beginnen würde, wenn man es mit einer Allergie zu tun hat. Als die Klientin dann diesem Impuls gefolgt ist und ihre Schlafseite oder Schlafposition somit verändert hat, ja, dann ging die Allergie. Eine weitere Allergieablösung, an die ich mich erinnere, war gekoppelt mit einer massiven Geldblockade. Ein Konglomerat aus verschiedensten eingeschlossenen Emotionen, Erfahrungen und Glaubenssätzen in Bezug auf Geld. Und als wir das dort im Ursprung neutralisieren konnten, ging nicht nur die Allergie, sondern auch jegliche Geldthemen haben sich harmonisiert und positiv verändert. Ja, diese ganzheitliche Herangehensweise in meinen Online-Coachings ist, immer alle darunterliegenden Ursachen aufzuspüren und diese dann im Ursprung zu klären, zu neutralisieren. Man arbeitet sich sozusagen schichtweise durch, bis man dann auf das erste und ursächlichste Ungleichgewicht stößt, das die Kette an Blockaden ausgelöst hat. All das funktioniert ohne große Geschichten, ohne dem Hervorholen müssen von unangenehmen Erinnerungen. Mit Hilfe meiner Hellsinne und durch kinesiologisches Austesten werde ich von einer Blockade zur nächsten geführt. Es ist fast spielerisch, wie eine Art abenteuerlicher und spannender Detektivarbeit, die für beide Seiten immer für viele Erkenntnisse und Aha-Momente sorgt. Auf diese Weise gehe ich an jegliches Problem, ob körperlich oder mental, heran. Denn im Endeffekt ist ohnehin immer alles mit allem verbunden. Und wie schon erwähnt, das geniale zusätzliche Geschenk dahinter ist, dass sich alle dadurch mit dem aktuellen Problem verknüpften Themen einfach mit auflösen. Wie gesagt, jemand kommt vielleicht mit einem akuten körperlichen Symptom ins Coaching, das er gerne lösen möchte oder sie lösen möchte, und letztendlich verliert man nicht nur das körperliche Symptom, sondern es verschwinden zum Beispiel auch einfach ein paar nervige Kilos gleich mit oder gewisse zwischenmenschliche Beziehungen verbessern sich maßgeblich oder ein plötzlicher Jobwechsel ergibt sich, der alles stimmige macht und so weiter. Das heißt, im Grunde ist es völlig egal, wo und mit welchem Thema man beginnt. Denn ein aktuelles Thema oder Symptom ist ja im Grunde nichts anderes als das Sichtbarwerden und Erkennen müssens von den darunterliegenden Ungleichgewichten, die sich im Laufe der Zeit körperlich wie psychisch und energetisch manifestiert haben. Wenn du auf der Suche nach Hilfe für deine Themen und Herausforderungen bist und dich mein Ansatz anspricht, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Die Kontaktadresse findest du im Beschreibungstext unter diesem Video. Du erhältst dann weitere und genauere Informationen von mir. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und auch wenn du diesen Beitrag mit Menschen teilst, für die diese Informationen ebenso hilfreich sein könnten. Ich freue mich riesig auf das nächste Mal. Alles Liebe, deine Karin.